Hey Leute, was geht? Gerade wieder auf meinem Kanal Furki Plays und heute, meine lieben Freunde, mal ein anderes Video. Ich habe mich für das Grand Final der deutschen Meisterschaft qualifiziert und wir werden das Ganze jetzt mit euch zusammen anschauen. Es sind sehr viele Spiele, aber schon geschnitten in Highlights und ich werde quasi das Ganze drüber kommentieren an alle, die es verpasst haben. Es fängt an mit den Swiss Rounds. Man spielt 5 Spiele, also 5 Gegner, immer Hin- und Rückspiel. Davon musste man 3 gewinnen, dann war man in den Knockout Stage dabei, also in der K.O.-Phase. Quasi die Swiss Runden sind eine Art Gruppenphase und ja, wir legen hier einfach mal los. Erster Gegner war Onur. Ist vor allem im 95er-Modus sehr gut. Hat recht gute Leistung gezeigt. Ihr seht jetzt hier Onur ja, sehr gut nach vorne gespielt und trifft auch schon in der 22. Minute direkt zum 1:0. Ich werde auch nicht spoilern irgendwie von vornherein, wie die Spiele so abliefen. Ich werde jetzt einfach mal das Ganze zeigen. Hier auch wieder Onur von links nach rechts ist im Spiel. Ich muss sagen, nur Highlight sehen ist immer oder nur die Tore sehen ist immer so ein bisschen schwierig, ob man das Spiel dann auch so beurteilen kann. Hier muss ich auf jeden Fall sagen, ein sehr unglückliches Tor für mich, weil wenn man das jetzt hier mal genauer sich anschaut, ich blocke den Ball mit Lucio. Der Ball fliegt dann zurück gegen den Schienbein von ihm. Ne, hier, ihr seht, ich bin da. Und dann fliegt der Ball einfach von seinem Schienbein ins Tor. Das ist so ein Bug, den es dieses Jahr gibt. Normalerweise hätten wir den Ball da wahrscheinlich geblockt, aber okay. 0:2 für uns, also Turnierstart auf jeden Fall nicht so ganz solide. Dann hier letzter Angriff von ihm. Und vorbei, also das erste Game quasi. So, dann Rückspiel, schon 20. Spielminute und auch hier hat wieder Onur den Ball. Also ihr merkt schon, der hat auf jeden Fall viel Ballbesitz gehabt. Ich fange auch schon ein bisschen an zu grätschen und so, weil ich mich, glaube ich, abfacke langsam. Der hat schon extrem viel auf Ball geölt, hat den Ball immer hin und her und so, war schon echt wild. Und hier liege ich auch schon 0:3 hinten nach Hin- und Rückspiel. Ne? Also wie gesagt, erstes Spiel läuft hier überhaupt nicht sauber, überhaupt nicht rund. Dann geht es hier auch schon weiter. 30. Spielminute und jetzt kommen wir langsam ins Spiel. Gute Flanke und Denis Undav auf dem zweiten Pfosten mit dem grünen Time Finish macht das sehr, sehr stark. Und damit schießen wir hier das 3:1 und sind so gesehen wieder im Spiel drin. Hier guter Ballgewinn von Kim. Dann geht es ganz, ganz schnell nach vorne. Mamouche, Klose, Druckpass da natürlich gespielt. Hier auf Openda, wir schicken raus auf Gosens. Ne, man muss auch Bundesliga-Team spielen, Leute. Und dann kommt hier eine super Flanke. Irgendwie bleibe ich aber am Ball und das ist halt, ja, ne, also FIFA darf ich eigentlich niemals noch am Ball bleiben, aber ich kriege den Elfmeter und der Elfmeter, wie ihr es von Furki Plays kennt, eiskalt, meine Freunde, unten links verwandelt. Und damit sind wir zurück im Spiel und wir haben noch sehr viel Zeit und ihr merkt, wie schnell das in FIFA kippen kann, ne? So ein 0:3, wo man denkt, okay, krass, das ist eine eindeutige Partie. Ich kann euch jetzt schon mal spoilern. Es wird noch ziemlich spannend, weil Miro Klose hier ein 3:1 schießt und somit sind wir im Geschäft. Ne? Das steht ja so overall 3:3 und es wird auch in die Verlängerung gehen. Das heißt, wir drehen ein 3:0 im ersten Spiel mit einem sehr schlechten Start, kommen wir rein und sind dann aber wieder am Start und es steht 3:3. So, und dann 107. Spielminute und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich wieder komplett im Game. Spielbestimmt, wie gesagt, alle Highlights können wir hier nicht zeigen und dafür mal mit einem angeschnittenen Schuss. Wenn wir hier alle Highlights sehen, dann geht das eine Stunde und dann geht es auch schon ins Elfmeterschießen. Ich muss sagen, in der Verlängerung gab es 6 Schüsse für mich und 0 Schüsse für den Gegner. Also ich hätte schon verdient gehabt, in der Verlängerung zu gewinnen. Hier im Elfmeterschießen jetzt, Onur verwandelt die ersten beiden, ich verwandle die ersten beiden. Und dann halte ich den ersten Elfer. Und eigentlich ist das dieses Jahr so, wenn man einen Elfer hält, ist schon gefühlt vorbei. Openda. Ich verschieße leider. Ne? Direkt den Elfer, den ich gehalten habe, hat überhaupt nichts gebracht, weil ich ihn leider direkt danach verschieße. Dann Onur hier in die Mitte. Ich verschieße direkt nochmal. So, und dann ist, werdet ihr schon merken, gehen wir quasi in die Swiss Round mit einer Niederlage. Zu dem Zeitpunkt stehen wir somit 0:1. Also aus den restlichen 4 Spielen jetzt 3 gewinnen, um in die K.O.-Phase zu kommen. Und zweiter Gegner ist auf jeden Fall jemand, der Stuttgart genommen hat als Spiel. Dann chippt mir hier den Ball einmal rein. Cooler Doppelpass, ne? Das ist die Meta aktuell leider. L1 Viereck auf den Stürmer, abgelegt mit dem Kopf und Kimmich reingefuttert das Ding. So, dann Seitenwechsel, Seitenwechsel. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen dann auch an dem Gameplay von Onur orientiert, weil er halt wirklich extrem viel beigehalten hat und Seitenwechsel gespielt hat. Habe ich auch so ein bisschen damit angefangen. Schieß hier das 2:0 mit Openda nach der klassischen Furki-Flanke. Und dann hier wieder früher Ballgewinn und dann ist die Seite komplett auf. Undav schickt Gosens auf die Reise. Gosens geht und geht und geht. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was jetzt kommt. Zack. Und dann steht es auch schon 3:0. Und ja, zweites Spiel geht auf jeden Fall so los, wie wir aufgehört haben im ersten. Also wie gesagt, wir haben auf jeden Fall im ersten Spiel die Anfangsphase hart verschlafen. Und danach waren wir eigentlich sehr gut da.
haben das Spiel fast noch gedreht, das erste Game. Hier sind wir eigentlich sehr souverän dabei. 3:0. Hier jetzt nochmal Ball auf Frimpong. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier passiert sogar noch was. Ui, und dann haben wir hier das 4:0. Ein sehr, sehr unglücklicher Treffer aus Sicht des Gegners. Wir nehmen es natürlich gerne mit. Das sollte eigentlich eine Flanke sein. Der Gegner stellt den Torwart dahin. War eigentlich gut von ihm gemacht, aber der Ball segelt ins Tor. Und dann, glaube ich, gibt es hier leider noch ein 4:1 am Ende. Hat der gut gemacht. Anstoß ist auch immer so eine Sache. Ihr wisst selber, ich spiele selber FIFA. Im Anstoß verteidigen ist immer so ein bisschen komisch. Da sind wir jetzt auch schon im Rückspiel. Auch hier wieder, ne? Ich meine, ich bin jetzt mit 3 Toren vorne, aber das bedeutet dieses Jahr nichts, weil man so schnell Tore schießen kann. Und ich weiß gar nicht, ob hier jetzt ein Treffer fällt, weil normalerweise, ich glaube, hier fällt sogar ein Treffer. Er hatte ziemlich lange den Ball. Dann kommt der Chipper, der klassische Chipper. Wir blocken den Ball einmal. Und dann, ja, ne, ist der Ball dann irgendwann drin. Du kannst ihn halt auch nicht 100-mal blocken. Genau, jetzt steht es overall 4:2 und das ist eigentlich wieder recht spannend. Ihr seht jetzt aber einen Anstoß, Freunde. Der Foki Place hat natürlich auch Anstöße drauf. Und ihr seht jetzt hier Gosens. Ich mache das ganz ruhig, bleib am Ball. Wie ich es euch immer sage, zack, Druckpass da rein. Ich chip den Ball auch mal rein, nimm den an. Und mache quasi irgendwie gefühlt das gleiche Tor wie vorhin. Und was auch der Gegner gemacht hat. Ihr werdet das heute generell öfter sehen. Dann haben wir hier, glaube ich, jetzt eine gute Kontergelegenheit nach einem Eckball. Führe ich. Nee, ich verliere den Ball. Sehr, sehr unnötig. Ja, ich glaube, hier passiert jetzt auch nochmal ein Tor. Es wird auch nochmal ein bisschen spannender. Ich move den Torwart. Gegner guckt uns da sehr gut aus. Macht das sehr nice. Damit ist das zweite Spiel vorbei. Das gewinnen wir dann, ne? Overall. Das heißt, ich stehe jetzt 1:1. Muss aus den restlichen 3 Spielen des Round 2 gewinnen. Und wir spielen hier gegen Perkix. Hier muss ich mal sagen, es ist 26. Minute. Und wenn ihr mal drauf achtet, unten rechts, ja, Perkix hat überhaupt keine Ausdauer mehr auf seinen Spielern. Das liegt daran, dass er Überzahl auf Ballbesitzseite aus Versehen drin hatte. Sehr schade für ihn. Aber sowas muss ich natürlich auch dann gut ausspielen. Ihr seht unten links Schweinsteiger, Führig, die haben alle keine Ausdauer mehr. Da hat er gefühlt das Spiel leider aufgrund der Einstellung gefühlt hergeschenkt. Hier fällt dann auch schon das 2:0. Für mich war das dann natürlich relativ leichtes Spiel, muss man sagen. Er hat das auch selber nicht gecheckt. Er hat das erst ganz, ganz spät, ich glaube, das stand schon 3:0 in der 80. oder so. Da hat er erst realisiert, dass er das drin hat. Ja, im Nachgang natürlich sehr, sehr, sehr belastend für ihn. Und ich glaube, hier mache ich dann auch schon das 3:0 mit Führig. Und dann, ich glaube, jetzt irgendwie drückt er auf Pause und entdeckt dann, dass er Überzahl auf Ballbesitzseite drin hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein viertes mache oder... Nee, ich glaube, jetzt ist vorbei. Also Hinspiel in der dritten Partie dann 3:0 wieder. Irgendwie immer 3 Tore Abstand. Sehr stark von uns gespielt auch, muss ich sagen. Also ich war dann eigentlich auch ganz gut im Turnier drin, ne? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da zusammenbreche nach der ersten Niederlage. Ne, wo wir, wie gesagt, overall dann wahrscheinlich auch noch verdient hätten, eigentlich zu gewinnen. Okay, ganz wilde, kuriose Szenen hier. Gegner bleibt irgendwie am Ball. Wir haben aber noch den Ball. Ich weiß jetzt nicht, warum das gezeigt wurde so lang. Oh, okay, also dann dort nochmal der Ballverlust. Okay, ja, unnötiger Ballverlust, ne? Vor allem, wenn man 3:0 führt, man geht ins Spiel, man muss eigentlich so ein bisschen vor allem die Anfangsphase überstehen, dem Gegner keine Hoffnung machen. Foki hat da leider ein Geschenk verteilt. Aber ich glaube, hier passiert jetzt auch schon recht schnell wieder ein Treffer, wieder ein Muster, was wir schon oft gesehen haben heute. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt, ich finde das nicht unbedingt geil, wie die Meta aktuell ist. Ich kann das verstehen. Ich bin jetzt auch selber in der Weekend League und so flanke ich ja überhaupt nicht. Aber bei so einem wichtigen Turnier muss das dann auch schon genutzt werden, ne? Was das Spiel halt hergibt. Und das haben wir auch gemacht. Jetzt 4:1 steht's overall. Jetzt 4:2 nach diesem Elfmeter. Ich muss sagen, unnötige Gegentore in dem Spiel. Jetzt, wo ich das nochmal sehe, sehr unnötige Gegentore kassiert. So, hier wieder Marmoush über die Außen. Jetzt könnt ihr zweimal raten, was gleich passiert. Ich glaube, kommt jetzt wieder eine Flanke, oder? Nee, Undav hat mal Bock auf Fußball. Das war mal ein richtig schönes Tor, muss ich sagen. Ich habe auch Dennis Undav gespielt als einziger beim ganzen Turnier. Fand das sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ne? Überragender Übersteiger. Wir sind da überragend durchgesteppt. Dann hier Gegner, hat aber auch nicht locker gelassen. Hier auch wieder gut gemacht. Da bin ich eigentlich schon in der kurzen Ecke, aber ihr merkt, jetzt ist sehr, sehr lange nichts passiert. Ich habe, glaube ich, auch viel dann, ja, ein bisschen den Ball gehalten, den Ball laufen gelassen. Ball gehalten, hört sich immer so negativ an. Dann sind wir hier mit Marius Wolf über die Außen durch. Und, ja,
Da passiert wieder genau das Gleiche und wieder der Treffer. Das war auf jeden Fall eine krasse Kombi, da Klose auf dem zweiten Pfosten zu haben und mit Marius Wolf dann die Flanken zu bringen. Auf der Seite habe ich auch noch Frimpong im rechten ZM gehabt. Dürfen halt nur Bundesligaspieler spielen und von jedem Team nur zwei Spieler. Das heißt, du kannst jetzt hier auch nicht full Bayern gehen. Und ich glaube, dann war es das auch. Ne? Overall also ein 6:3 für mich in der Partie. Und somit gewinnen wir auch unser drittes Spiel. Dann ist das hier jetzt das Entscheidungsspiel, ob wir in die K.O.-Phase kommen, gegen den E-Sportler Anton von Hansa Rostock. Sehr junger, sehr guter Spieler auch. Sehr talentiert. Ich muss aber sagen, zu dem Zeitpunkt war ich schon extrem gut im Turnier. Ich habe richtig meinen Flow gehabt. Und ich habe eigentlich schon eine sehr gute Partie, glaube ich, gemacht. Hier direkt erster Angriff, sehr schön reingespielt in den Strafraum. Gute Drehung, gutes Time-Finish. Und dann hier direkt das 2:0 hinterher. Aber ich dachte eigentlich, ich glaube, jetzt kommt wahrscheinlich dann ein Gegentreffer, oder wie? Da habe ich ein bisschen verpennt, ne? Also es war schlecht gemacht tatsächlich. Und dann steht es hier auch schon sehr, sehr schnell 1-1. Dann einfacher Ballverlust von ihm an dieser Stelle mit Mamou schön über die Außen. Ich glaube, jetzt kommt ein kurzer Pass. Und wieder genau gleiches Prinzip wie beim ersten Tor. So Tor mache ich eigentlich nicht so oft. Aber anscheinend da Geistesblitz gehabt. Dieses Pass, annehmen, Abschluss, lange Ecke. Werdet ihr, glaube ich, nicht so oft sehen. Und das werdet ihr oft sehen über außen hier Ballgewinner oft. Ich habe oft es geschafft, die Außenverteidiger direkt aus dem Spiel zu nehmen. Und hier dann mit Klose. Ich muss sagen, der Treffer war so ein bisschen schon der K.O.-Schlag. Weil man in der 47. Ne, so, ihr wisst immer, 45. Minute, 90. Minute. Und dann 2 Tore Abstand. Ich glaube aber, Anton kommt auch hier wieder ran. Ne, steht auch hier wieder 3:2, auch wieder sehr schlecht verteidigt. Ne? Ich weiß nicht, warum ich da so ein bisschen ungeduldiger geworden bin anscheinend. Aber ich glaube, wir machen dann recht schnell wieder einen Treffer. Das war auf jeden Fall ein sehr ansehnliches Spiel. Es ging die ganze Zeit hin und her. Denis Undav, zweiter Pfosten, Mamouche hat auch Aerial Playstyle Plus, genau wie Klose. Ich glaube, ich schieße sogar noch einen Treffer in der Partie. Muss sagen, ich war sehr confident, ne? Also auch wenn ich da hinten Tore kassiert habe in der Partie, ich war mir ziemlich sicher, dass ich das Spiel gewinnen werde. Und auch hier wieder, ne? Vor allem wenn man sieht, das Spiel steht ein Frimpong gegen Klose, muss man das halt nutzen. Aber Anton hat sich auf jeden Fall nicht geschlagen gegeben. 3 Tore Abstand, will hier trotzdem nochmal kommen. Hier habe ich wirklich Glück, dass Kobel den hält, weil ein 2:0 ist schon hart zu drehen, ein 3:0 ist fast unmöglich zu drehen. Ja, dass Kobel den hält, war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich schieße hier jetzt sogar schon das erste Tor und Anton sollte dann auch relativ schnell, glaube ich, quitten. Oder ich glaube, der quitte. Guck mal, was ist denn das für ein Tor? Also das ist Trauma von Undav, ne? Das muss man halt auch sagen. Dass ich den überhaupt probiere von da, ich glaube, hätte ich nicht probiert, wenn ich nicht 3:0 führe. Anton hat spielerisch eigentlich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Hier auch wieder bin ich nicht so clean. Ich war hier in dem Spiel, glaube ich, defensiv nicht so clean. Da am Ende von Lucio kann man auch haben, ne? Also mit Lucio war ich auch nicht so ganz zufrieden. Denis Undav wieder. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Jetzt kommt ein Ball auf den zweiten Pfosten, ne? Ja, und der ist auch wieder drin. Ja, das ist hart. Ne? Das ist schon sehr, sehr crazy. Viele machen das halt, machen es aber nicht so gut. Wir haben es in dem Turnier wirklich sehr stark geschafft, diese Bälle immer auf den zweiten Pfosten zu bringen. Ich glaube, hier machen wir jetzt noch einen Treffer und ich glaube, dann ist Schluss. Openda hier einmal Shot gecancelt und dann zack in die Ecke gelegt den Ball. Ich glaube, jetzt 5 Tore Abstand mittlerweile. Anton spielt immer noch weiter. Ich dachte sogar, der hat geragequittet da. Vielleicht macht er ja auch nochmal einen Treffer. Ich erinnere mich, das war gestern. Nee, vorgestern sogar. Und ich erinnere mich nicht mal mehr daran. Okay, hier nochmal mit Mamouche. Also es war in beiden Partien eigentlich ein Hin und Her, muss ich sagen. Aber am Ende des Tages haben wir halt einfach, mehr Tore gemacht, ne? Wir hatten die zwingenderen Chancen. Und jetzt hier führe ich wieder. Und ich glaube, jetzt ist auch vorbei. 5 Tore Abstand, 73. Minute. Er ist sogar nicht gequittet, krass. Grimaldo und ich glaube, jetzt nochmal rüber auf Mamouche. Beide Spiele 5:2, okay, krass. Das wusste ich gar nicht mehr so im Kopf. Bei einem 10 Tore schießen natürlich crazy. Und dann war es das auch mit der Partie. Damit waren wir schon mal 100% in den Knockouts. Jetzt haben wir noch eine Partie in der Swiss Round quasi, unser 5. Spiel. Hier geht es aber jetzt einfach nur um die Platzierung. Einfach nur noch um die Platzierung, dass man quasi, wenn man 3:2 steht, nach Siegen und Niederlagen, dann hat man einen schwierigeren Gegner, als wenn man zum Beispiel 5:0 steht. Ne? Also da ist dann immer so ein bisschen mit Seeding. Wir treffen direkt hier mit Undav, sehr gut. Und ihr merkt schon, ne? Also hier ist ein bisschen die Ernsthaftigkeit auch nicht so krass da gewesen, weil es quasi einfach nur darum ging, vielleicht einen etwas einfacheren Baum zu bekommen, wobei man auch sagen muss, dass das immer so eine Sache ist. So ein 3-2er spielt halt in der ersten Runde gegen jemanden, der 5:0 steht.
Und wenn man 4-1 steht, dann spielt man sehr wahrscheinlich gegen jemanden, der auch 3-2 steht, weil es einfach mehr Spieler dann nach unten gibt und so. Das heißt, die erste Runde in der K.O.-Phase ist dann ein bisschen einfacher. Aber es gab natürlich auch viele Leute, die standen 3-2, weil sie einfach einen schlechten Tag hatten, sind aber grundsätzlich gute Spieler. Das gab es natürlich auch und deswegen wissen wir das alle, dass am Ende so ein bisschen auf Glück ankommt, ne, was für einen Turnierbaum man bekommt, egal ob man 4 Spiele gewinnt, 5 Spiele oder 3 Spiele in der quasi Gruppenphase. Aber ihr seht jetzt hier auch im Hintergrund, ne, zweite Halbzeit, es war noch relativ ernst, ich glaube so im zweiten Spiel kippt da ein bisschen die Ernsthaftigkeit, weil es dann auch recht deutlich schon aussieht, hier ein super Ball von Undav, ne, Undav habe ich auch sehr krass gefeiert, jetzt da zu Hause, ihr müsst nicht Undav spielen, Leute, aber bei so Turnieren, wenn du nur Bundesliga-Spieler spielen darfst, mit seinem Playstyle, das ist der einzige Spieler, der Finesse-Playstyle-Plus hat, war das schon sehr, sehr nice, den zu zocken, weil man ab und zu einfach auch mal aus der Distanz schießen konnte. Jetzt hier, glaube ich, kommt wieder so ein Ball auf Klose und ich glaube, der ist sogar drin nach einem Powershot. Hier sehr gut gemacht von uns, Miro Klose. Und hier so langsam ist der Spaß dann auch vorbei gewesen eigentlich. 4-1, schon wieder 3 Tore Abstand. Und ein sehr guter Ball. Wir bleiben mit Glück am Ball und jetzt gibt es Kuddelmuddel, da erinnere ich mich noch dran. Sehr viel Glück da für uns auf jeden Fall. Und auch Panda macht am Ende, muss aber sagen, in der Partie alle Chancen auch gnadenlos genutzt. Immer grünes Time Finish, sehr stark. Und jetzt schon die zweite Partie und hier war ein bisschen die Ernsthaftigkeit raus. Ne, erst Spiel 5-1. Gefühlt ist das Spiel schon rum. Undav, Kimmich, ich glaube jetzt kommt von mir wieder ein Trivela. Trivela sage ich schon, Finesse. 6-1 jetzt overall. Ich glaube, das können wir sogar ein bisschen skippen, ne? Da die Partie brauchen wir uns hier jetzt nicht in voller Länge anschauen. Ne, am Ende geht das Spiel 4-7 aus. So, dann haben wir die erste K.O.-Runde. Da mussten wir dann spielen gegen Clemens von Bochum. Anscheinend, also er hat Bochum-Wappen auf jeden Fall gehabt und Bochum-Trikots. Das war die erste K.O.-Runde. Kurze Info dazu, mein Turnierbaum war mit eins der schwersten Turnierbäume, obwohl ich eigentlich ganz gut in der Gruppenphase quasi war. Man muss 3 Runden in der K.O.-Phase gewinnen, dann ist man qualifiziert für das große Finale, was in 2 Wochen, by the way, stattfindet in Köln. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe es geschafft, trotz so guter Gruppenphase, im dritten Entscheidungsspiel, wenn ich bis dahin komme, gegen Anders zu spielen. Das heißt, ihr könnt euch schon mal freuen auf das Spiel gegen Anders. Und genau, dann erstes Spiel erstmal gegen Clemens. Wir kamen sehr gut rein. Ich war generell an dem Tag sehr, sehr gut drauf. Direkt 19. Minute, 1-0. Defensiv waren wir an dem Tag, es war gestern, wirklich Weltklasse. Hier dann direkt nochmal auf Klose. Ich nehme den einfach mal an. Zack, nochmal lange Ecke, 2-0. Wenn man so reinstartet in ein Turnier, ne, 2 schöne Tore, da ist man eigentlich auch direkt da. Und genau, defensiv stand mir wie eine 1. Ich glaube, jetzt fällt auch schon relativ schnell das dritte Tor, hier sind wir wieder mit Opendar durch, auch wieder grünes Time-Finish, sauber in die kurze Ecke. Ja, und dann denkt man sich ja, okay, 3-0 ist gefühlt schon ein bisschen vorbei, da habe ich ein bisschen Pech, mal wieder leider Lucio, der da nicht so ganz gut ausschaut. Ja, und dann kommt Clemens hier einfach mal so aus dem Nix mit einem 3-1. Genauso hat sich auch für mich angefühlt, einfach aus dem Nix. Aber ich meine, alle, die dabei sind, sind natürlich super Spieler. Marius Wolf, ich meine, in die K.O.-Phase kommt man bei den Gegnern auch nicht einfach so. Das waren, sind viele große Namen auch ausgeschieden. Kimmich, Marius Wolf und nochmal Kimmich. Und jetzt, glaube ich, kommt der Ball mal flach auf Openda. Und dann 4-1 und natürlich mit einem 3-Tore-Vorsprung ins zweite Spiel gehen, ist traumhaft. So, jetzt zweites Spiel, 3-Tore-Vorsprung wieder. Wir gehen direkt mit einem Treffer wieder rein. Ist gar nicht mal, war das ein Kopfball? Ja. Boah, das ist aber auch ein wilder Kopfball, ne? Muss man sagen. Aber es ist halt selber schuld, wenn man Frimpong spielt. Darf man halt... Spätestens, wenn man sieht, dass man auf der Position einen Klose hat, darf man den Frimpong da eigentlich nicht mehr stehen lassen. Wird halt gnadenlos ausgenutzt auf dem Niveau. Und das Gleiche passiert hier jetzt auch wieder. Nochmal Miroslav Klose. Also das ist Wahnsinn, wie viele Kopfballtore hier passieren. Dann haben wir hier Clemens wieder. Jetzt, glaube ich, mittlerweile 5 Tore Vorsprung. Da geht auf jeden Fall gar nichts mehr. Und ich glaube, er schießt aber sogar, das ist wild, wie er da vorbeikommt, schießt auf jeden Fall hier noch einen Treffer. Das heißt, die erste Runde gewinnen wir somit, sind also in der zweiten Runde, also quasi das Halbfinale, um ins große Finale reinzukommen. Und das geht hier los gegen Nassada, der hier mit Darmstadt gespielt hat. Und wir fangen da eigentlich auch ganz gut, glaube ich, an mit einem, ja, Cutback, oder? Finesse. Ne, Cutback, also so wie ich mich erinnere, gibt es jetzt hier ein Cutback-Tor, das erste, glaube ich, überhaupt, das ich gemacht habe. Hier, zack. Einmal auf Openda. Ich muss sagen, die erste Halbzeit, da ist die Spielinfo natürlich nicht immer mit eingeblendet. Erste Halbzeit erinnere ich mich ganz gut, muss ich 3-4-0 führen. Und ja, so kommt es, wie ihr seht, nicht. Ich hatte 3-4 sehr große Torchancen und stattdessen kassiere ich so einen Treffer. Also gelbes Time Finish durch die Beine von Lucio und auf den Torwart und der geht trotzdem rein. Da war ich richtig abgefuckt und dann kassiere ich in der 80. nochmal
mit gelbem Time-Finish ein Kopfballtor von De Ligt. Da war ich richtig fuchsteufelswild, wirklich. Und dann habe ich hier den letzten Angriff. Ich muss sagen, ich war in der ersten Halbzeit so viel besser. Aber ja, ich war dann so abgefuckt von den Gegentoren und so, dass ich dann in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen habe. Ihr seht hier nochmal die Spielinfo, ne? Also Ballbesitzquote, er hat halt wirklich nur noch den Ball gehalten in der zweiten Halbzeit. Das war wild. 2,8 expected gegen 1,1 und ich verliere das erste Spiel. Das war schon sehr, 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 sehr unlucky. Ins zweite Spiel ist er reingekommen, hat wirklich extrem viel den Ball gehalten. Das war nicht so einfach. Dafür habe ich dann direkt, glaube ich, meine erste Ecke schon in der 32. Minute genutzt. Und dann stand es wieder unentschieden und das hat mir gut getan. Das hat mir wirklich sehr gut getan, da war ich wieder gut im Spiel. Da habe ich hier extrem viel Glück, dass der Ball bei mir bleibt. Und hier mit grünem Time-Finish in die lange Ecke. Super Tor mit Marmoush. Man muss halt sagen, ne, dass der Ball überhaupt da durchkommt. Am Anfang ist Glück, aber was wir dann daraus gemacht haben, war sehr gut. Und ja, wir führen da auf jeden Fall mit einem Tor-Vorsprung quasi insgesamt. Und dann, ja, seht ihr jetzt, was passiert. Kurz vor der Halbzeit, Frimpong, Kimmich. Und jetzt kommt dieser Chipper, wo du dann nichts mehr machen kannst. Und 2:1. Und dann ist jetzt wieder unentschieden quasi. Wir gehen in die zweite Halbzeit rein und dann hat der Kollege Nassada nur noch den Ball gehalten. Also ich glaube, er hatte Anstoß in der zweiten Halbzeit und ich glaube, ich habe bis hierhin nicht einmal den Ball gehabt. Also so oft richtig. Also ich kam ein paar Mal dazwischen, aber der Ball ist dann ins Aus gegangen, zur Ecke gegangen etc. Also ich habe irgendwie nicht den Ball gehabt. 60. Minute. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie lange er den Ball gehalten hat. Unglaublich. Und dann kommt hier wieder der Chipper. Und wieder, zack, und hier war ich jetzt war ich richtig sauer. Ich habe hier mein Regal kaputt gemacht, by the way, nach diesem Treffer. Der hat wirklich nur den Ball gehalten. Und dann seht ihr hier, 86. Spielminute. Das Spiel war gefühlt schon vorbei. Ich wäre raus gewesen und das wäre auf jeden Fall ein sehr harter Weg dann geworden. Irgendwie sich, also, ne, Quali ist auf jeden Fall sehr weit weg gewesen. Aber ich bin sehr geduldig hier beim letzten Angriff. Spiel den Ball runter auf Undav und hier wusste ich, ich muss irgendwie zum angeschnittenen Schuss kommen. Und da komme ich auch dazu. Und dann war das für mich so ein Befreiungsschlag. Und ich war mir sicher, ich werde die Verlängerung gewinnen. Er kam halt einfach nur über diese Chipbälle und übers Ballhalten die ganze Zeit. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ich bin in der Verlängerung, da wusste ich, okay, ich liege nicht hinten. Ich werde das Spiel garantiert nicht verlieren. Und jetzt ein sehr wichtiger Moment in dieser Partie. Dummer Ballverlust von Gosens hier an der Stelle. Und dann hier, zack, wir holen uns einen Elfmeter. Wo denkt ihr, wo ich hinschieße? Eiskalt, Freunde, in die Mitte. Ja, einmal gezeigt, dass wir hier eiskalt sein können. Und dann ist, glaube ich, auch tatsächlich in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr angebrannt. Ich habe den Ball ein bisschen gehalten, ne? Medizin des Gegners benutzt, Ball ins Ausgeschossen und damit war die Partie vorbei und wir haben es geschafft. So, und jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Game. Und zwar, Anders hat natürlich auch seine Games gewonnen, wir haben unsere Games gewonnen. Der Gewinner dieser Partie ist im Grand Final der deutschen Meisterschaft dabei. Ich muss hier schon mal sagen, ich habe einen taktischen Fehler gemacht. Ich habe die ganze Zeit 4-3-2-1 gespielt. Gegen Anders lief aber in der Vergangenheit, ich habe oft dieses Jahr gegen Anders gewonnen mit meinem alten 4-4-1-1. Und ich wollte dann auch mit 4-4-1-1 reingehen. Bin ich auch reingegangen und dann seht ihr hier, 8. Spielminute, Anders, Wehrgang, Eckball. Ja, bisschen zu einfach da, ihn durchgelassen mit dem Übersteiger, 1:0 für Anders. Wie gesagt, dieses Jahr schon sehr oft gegen Anders gewonnen und es sah eigentlich auch sehr gut aus, aber in der Partie war ich dann vielleicht auch einfach, weil ich mit einer anderen Taktik gespielt habe, einfach kalt. Vielleicht war es einfach nicht die richtige Entscheidung. Ich habe dann auch nach dem 2:0, also nach dem 2:0, den er jetzt gerade geschossen hat, wieder umgestellt, wieder auf 4-3-2-1 und dann lief es auch wesentlich besser. Wir kommen hier mit Denis Undav. Ihr wisst ganz genau, was jetzt wieder passieren wird auf dem zweiten. Weil er Grimaldo und Frimpong spielt, war dann relativ klar für mich, was ich machen muss oder machen soll. Er geht mit 2:0 in Führung. Wir gleichen aber noch in derselben Halbzeit aus. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Undav jetzt gleich wieder auf dem zweiten Pfosten. Zack, Ablage, Frimpong, 2:2. Wir waren wirklich sehr gut im Spiel. Ne? Also, es war nicht unverdient. Und dann geht die zweite Halbzeit los. Man muss sagen, das alles, was ihr jetzt von Anders sehen werdet, das waren auch wirklich alles seine Aktionen, wo er überhaupt gefährlich wurde. Die waren halt alle immer drinne. Das ist halt auch wild. Der Ball ist einfach, ne, muss nicht reingehen, der kann reingehen, muss nicht reingehen, bei Anders gehen solche Dinge, aber komischerweise immer rein. Das ist einfach verrückt. Dann 3:2, jetzt hier wieder, ne, nicht gut verteidigt. Oh, ich war in der Partie einfach ein bisschen in der Verteidigung auch nicht so stabil. Klar ist Anders auch ein super Spieler, aber ich glaube, wenn ich das ein bisschen besser verteidige, dann hat er es nicht so einfach. Ich liege 4:2 hinten, aber treffe hier fast nach dem Pfosten. Jetzt treffe hier fast, jetzt kommt wieder ein Chipper, wir legen ab. Ne, der erste muss eigentlich schon rein, da haben wir dann ein bisschen Glück, dass wir da noch irgendwie rankommen. Das erste Spiel geht damit, ich glaube sogar 4:3 für Anders aus, das Hinspiel. Wo ich habe hier halt nochmal eine Riesenchance, eine Grün.
Ne, nicht grün, leider ins Aus. Also wenn ich den grün treffe. Ihr seht hier eine sehr ausgeglichene Partie. 9 zu 9 Schüsse, 3,4 zu 3,4 expected. Da ist auf jeden Fall einiges drin gewesen. Und ich habe mir auf jeden Fall für die zweite Partie vorgestellt, dass ich da viel erreichen kann. Aber auch hier wieder, das ist halt sehr wild. Ne? Also genau wie bei Goretzka, das sind so Spots. Ne? Der Ball kann mal reingehen, aber dass der halt wirklich dann zweimal so schießt und zweimal auch 100 reingeht, ist halt auch heftig. Beides keine 100%igen Torchancen. Dann hier liegen wir dann wieder mit zwei Toren hinten. Das ist dann wieder belastend, vor allem gegen so einen Spieler wie Anders. Dann kommt langsam auch der Kopf dazu bei mir. Drei Tore Abstand jetzt mittlerweile und wir lassen uns aber trotzdem nicht von der Ruhe bringen und treffen hier jetzt gleich, glaube ich, schon auch schon wieder zum... guck mal, ganz schlau, ne? Der hat den Torwart auf den zweiten Pfosten gestellt und wir haben es einfach mal dann direkt gemacht mit Undav. Schlitzohr würde man nennen und dann, ihr seht, ich gleiche auch hier jetzt zum 2 zu 2 aus. Klose, Übersteiger, wir gehen über die Außen durch. Zack, er denkt, ich will wieder flanken oder so, einmal zurück und das war richtig stark gemacht. Also da bin ich sehr stolz auf mich auch, das war ein sehr schönes Tor in die kurze Ecke und jetzt waren wir wieder da, wieder nur noch ein Tor Abstand, aber man muss halt wirklich sagen, es hat sich am Ende dann einfach diese Sachen gehäuft, dass einfach der Ball auch immer drin war beim Gegner. Also bei Anders quasi. 3 zu 2 und jetzt hier wird es verdammt schwer. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich muss langsam aufmachen. Anders eh offensiv ein Superspieler. Der hält jetzt auch immer ein bisschen den Ball. Zwei Tore Abstand. Ich muss aufmachen. Und dann hier auch wieder aus der Drehung. Schwacher Fuß, Marmouche. Das ist echt Wahnsinn, ne? Also dass da jeder Ball reingeht. Dann kriege ich sogar noch eine rote Karte. Und ab dem Zeitpunkt, ich glaube, können wir eigentlich auch skippen. Also er gewinnt das Spiel dann. Ich glaube, der Bruder macht dann sogar noch ein paar Tore mehr. Ich glaube, 6 am Ende. Ja, wir haben dann alles aufgemacht. Rote Karte, macht keinen Sinn. Jetzt haben wir verloren in der K.O.-Runde. Und die K.O.-Runde ist so aufgebaut. Es gibt ein Winner-Bracket, eine Winner-K.O.-Phase und eine Loser-K.O.-Phase. Das heißt, es wäre ja schade, dass du mit einer Niederlage gegen den Anders, weil du vielleicht ein bisschen Pech hast mit dem Turnierbaum, dann beim großen Finale nicht dabei ist. Deswegen ist das Turniersystem so, dass wenn du ein Spiel dann in der K.O.-Phase verlierst, bist du dann im Lower-Bracket und da kannst du dich dann immer noch qualifizieren. Dadurch, dass wir das dritte Spiel verloren haben, mussten wir dann im Loser-Bracket zwei Spiele gewinnen. Und da hatte ich als erstes Gegner den E-Sportler von Hertha, und zwar Eren, auch schon sehr lange dabei, sehr erfahren, sehr guter Spieler. Ich war aber, wie gesagt, an dem Tag wirklich sehr gut drauf und ich hätte, glaube ich, auch ein bisschen Quäntchen Glück, wäre das Anders Spiel auch auf jeden Fall noch spannender geworden. Ich war aber gegen Anders defensiv nicht so, wie es eigentlich sein kann. Und ihr seht hier, gegen Eren war ich dann sehr confident, direkt 1 zu 0. Dann hier gehe ich mit Marmouche rein, habe auf jeden Fall sehr viel Glück, dass der Ball bei mir bleibt, mache ihn dann aber wieder rein, 2 zu 0. Ja, wie soll ich sagen, ich hatte eine gewisse Confidence, dass ich bis auf Anders vielleicht an dem Tag jeden schlagen werde oder jeden besiegen kann. Dann hier, boah, also die Flanke kommt wirklich aus dem Nix, das sind die sogenannten Foki-Flanken, hat er meine Flanke quasi bei mir selber reingedrückt und Bruder, der passt sehr schön gepasst von mir, feiere ich auch, super Steckpass da auf Openda. Dann Kopfball haben wir auch oft gesehen, aber Ecke haben wir tatsächlich nicht so oft gesehen. 4 zu 1 geht damit das erste Spiel aus. Ich glaube, ich hätte hier vielleicht sogar, wenn der Schiedsrichter laufen lässt, noch ein fünftes machen können. Aber zweite Partie sah dann ungefähr genauso aus. Wir waren wieder sehr gut im Spiel. 5 zu 1, Miro Klose, gewohntes Bild. Und ich muss auf jeden Fall sagen, war schon extrem geil, auch dieser Finesta, ne? Also, ich glaube, hier können wir dann aufskippen. Da fallen natürlich noch einige Treffer. Der Gegner quittet dann auch hier in der 65. Minute. So, letzte Partie, Entscheidungspartie gegen meinen Bruder Amen. Hoffenheim E-Sportler, sehr krasser Spieler, war auch schon bei der Champions League mal dabei. Ich muss sagen, ich habe auch unten in dem Baum dann Pech, dass ich gegen einen Spieler wie Amen im Entscheidungsspiel spielen muss. Er hat natürlich auch Pech, weil er hat oben im Winner Bracket gegen Dullen sein Entscheidungsspiel gehabt, verloren. Es gab andere Bäume, die wesentlich einfacher waren. Konzentration ist da, aber der Puls ist auf jeden Fall vorhanden, sagen wir es mal so. Und wir sehen jetzt hier direkt mal einen Seitenwechsel, Wolf auf Marmouche. Ich schicke Frimpong rein, ich spiele Frimpong an, zweiter Pfosten, Klose und wieder gewohntes Bild, 1 zu 0. Sehr schön rausgespielt, finde ich. Das war ein sehr schöner Treffer. Dann kommt hier Amen, der viel immer wieder über seine Außenverteidiger macht und viel auch immer den Ball hat. Alphonse Davis, Marco Reus und dann dieser Ball hier rein. Und ich muss sagen, das ist schon sehr unlucky, weil ich will den eigentlich auf Undav klären. Hab Pech, dass er genau auf Frimpong landet und dann kannst du das Gefühl schon gar nicht mehr verteidigen. 1 zu 1, so geht es auf jeden Fall nicht in die Pause, weil wir jetzt in der Situation hier
sehr viel Glück haben, dass wir keine rote Karte kassieren für das Foul. Der Schiedsrichter gibt nicht mal eine Karte. Das hätte auf jeden Fall, war auf jeden Fall eine Schlüsselsituation im Spiel. Gut auch vom Mike, dass er das reinschneidet. Haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Ansonsten kommen wir hier wieder sehr gut ins Spiel. Denis Undav. Und ja, gleich in die andere Ecke wäre er drin gegangen. Kopfball mit Klose, wieder der Torwart. Also erste Partie sind wir klar die bessere Mannschaft. So, dann kommt hier Amen zu einer sehr guten Position. Wenn der Ball jetzt hier mit Führich auf Openda ankommt, dann wird es sehr ekelhaft. Kommt aber nicht an. Er kriegt dafür den Freistoß, den schießt er an die Latte. Ja, ihr seht, sehr intensives Spiel. Vor allem auch sehr kontrolliert, taktisches Spiel. Also es war sehr oft auch der Ball. Dieses Bild hatten wir sehr oft, ne? Hier Außenverteidiger, Seitenwechsel. Es geht halt um alles. In so einer Partie musst du halt irgendwie gewinnen. Der Ball von Stach ist überragend. Fokiball in den Strafraum. Grimaldo in die Arme macht ihn sehr, sehr sauber rein. Das ist zum Beispiel so ein Tor. Klassisches Tor von mir. Aber leider kassieren wir dann ganz spät noch wieder ein unglücklicher Treffer. Ne? Ich move den Torwart in die Ecke eigentlich richtig. Und dann springt der Ball leider trotzdem perfekt zurück zu ihm. Damit geht es mit einem 2:2 ins entscheidende zweite Spiel. Ihr seht hier Expected Goals. Ich hätte es schon verdient gehabt zu gewinnen. Aber, wie gesagt, das ist FIFA, das bringt nichts. Man muss am Ende irgendwie mehr Tore schießen. So, dann Amen war in der zweiten Partie, vor allem in der Anfangsphase, wesentlich besser im Spiel, ne? Also, da sah es schon teilweise für mich im Kopf so aus, als wäre, ne, ich habe schon so ein bisschen gedacht, oh mein Gott, das war's jetzt. Ich werde das nicht mehr schaffen, ich werde das nicht mehr packen. Weil Amen da uns schon gut zugeschnürt hat. Hier haben wir mit Frimpong eine riesen Gelegenheit, die verteidigt aber mit Orban sehr, sehr gut, sehr schön angewählt. Dann hier wieder so eine riesige, ihr merkt, es geht hin und her. Wenn er den grün timet in die lange Ecke, kann er auch reingehen. Aber ihr merkt, also die großen Sachen oder die Chancen gehören in der ersten Halbzeit. Vor allem auf jeden Fall Amen, wo ich habe hier auch wieder Glück. Einmal geblockt, zweimal geblockt. Gut verteidigt, muss man auch sagen. Also da stehen viele Spieler halt einfach dahinter. Und jetzt, 49. Minute. Zweite Halbzeit war ich dann wieder ein bisschen mehr am Drücker. Es war immer so ein Hin und Her. Und ich glaube, jetzt kommt auch der Treffer, soweit ich weiß. Joshua Kimmich, Chipper, Marmoush, Klose, Openda, auch hier wird dabei geblockt. Ihr merkt, was ich meine mit taktisches Spiel. So, Gegner hat hier Ball. Ich glaube jetzt, das ist der wichtige Ballgewinn von mir. Da bin ich hier mit Openda über außen gleich mit Wolf durch, weil Davis fehlt. Und jetzt kommt ein richtig ekelhafter Treffer. Zack, zack. Und dann ist er drin und der geht auch nicht immer rein. Ich habe da auf jeden Fall ein bisschen Glück, dass der reingeht. Dann 57, jetzt war der Puls geisteskrank hoch, Leute, sage ich euch. Also nach dem Treffer habe ich es gefühlt, dass wir so nah dran sind, dass wir jetzt einfach kein Tor mehr kassieren dürfen. Und dann war die Abwehr bei mir aber auch wie eine 1. Ich hatte hier so ein bisschen Pech, Puddelmuddel, da ist fast das Herz in die Hose gerutscht. Aber hat irgendwie noch funktioniert. 64. Minute hier mit Frimpong. Ich glaube, ich schieße den Ball jetzt einmal komplett rüber. Jetzt einmal mit Frimpong, Marmoush. Ich glaube, das ist auch sogar noch eine ganz gute Gelegenheit für Undav, aber auch der wird geblockt. Also wir waren beide in der Abwehr wirklich in den allerletzten entscheidenden Momenten irgendwie noch da. Genauso wie hier, ne, auch wieder dann so den Gegner gelesen in dem Falle. Und jetzt kommt der letzte Angriff von Amen. Und ja, Leute, so war, so wie es halt immer ist in FIFA. Der allerletzte Angriff, der tut immer am allermeisten weh. Kingsley Coman spielt hier rein, aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben den Ball und wir sind mit diesem Ausschuss dann quasi qualifiziert für das Finale der Deutschen Meisterschaft, was in 2 Wochen stattfindet, Freitag, Samstag, Sonntag. Deutsche Meisterschaft, da geht es um alles. Ich glaube, es gibt irgendwie 100.000 Euro Preisgeld. Wenn ihr so Videos feiert, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen, gerne Kommi schreiben, was auch immer euch einfällt, falls ihr Verbesserungsvorschläge auch habt. Bis zum nächsten Mal. Ich streame wieder regelmäßig jeden Tag, also kommt gerne auch in die Streams. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein, denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein.